So, zweites Level von Buffon, Four Little Quick Puzzles. Ja, Little Quick Puzzles würde ich in dem Fall als etwas euphemistisch ansehen, weil ich habe für dieses Level schon eine ganze Weile gebraucht. Also manche dieser Puzzles hier, es besteht insgesamt, also das Level besteht aus vier Puzzlen. Ich kann mal zeigen, wieso die vier Puzzle notwendig sind. Nämlich kommt man bei jedem Puzzle aus dieser Röhre hier, aus einer dieser Röhren, und kann dann oberhalb von sich so ein, ja, einfach na, Invisible Coin Blocks aktivieren und dann wieder hier runterfallen. Und alle braucht man, damit eben der Panzer bis zum Power Block durchfahren kann. Warum zum Power Block? Ganz einfach, weil wir hier unten zwei Muncher haben und die müssen wir töten. Darum geht es im Prinzip im ganzen Level. Weil hier oben, ja, man kann hier so halb durchspringen, aber ja, so richtig funktioniert es nicht. Also, man kann maximal eine dieser Abdeckungen umgehen. Ich wüsste nicht, wie man es bei mehr machen sollte. Insbesondere kann man auch nicht so hoch springen überhaupt, um dann nach ganz oben zu kommen. Also, ja, das wird dann im Prinzip das Ziel sein. So, ich habe ziemlich viel Zeit vertrödelt, aber ich lasse mir jetzt auch die Zeit, um die einzelnen Level zu erklären. So, im Grunde genommen sind alle Level auf Z alle Puzzle auf Zeit basierend, was ja ein bisschen verwirrend war teilweise, weil du einfach nicht so richtig den Überblick bekommen hast. Und wenn ich jetzt hier bin und sehe, okay, ich springe jetzt mal hier hoch und dann merke ich eben, ja, da oben ist ein Koopa eingesperrt, hier unten ist ein Koopa eingesperrt und hier ist eine Pflanze im Weg. Hiha. Und zurück. Ja. Was man jetzt machen muss, und darauf kommt man relativ schnell, ist, dass man sich das Trampolin schnappt und den Koopa hier nach oben befördert, damit man dem seinen Panzer kriegt. Jetzt muss man den hier töten und den Panzer wieder hier oben ablegen, damit man das Trampolin nehmen kann und das dann hier hochkicken kann, damit der Koopa da oben im Idealfall nicht da landet, wo er gerade ist. Warum? Das kann ich ja vielleicht gerade nochmal zeigen. Hier oben kann man übrigens auch noch zwei Ranken aktivieren, die in meinen Augen aber total sinnlos sind. Aber vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch interpretiert. Na egal, ich zeige auf jeden Fall mal, was es hier jetzt gibt. Also, so habe ich es tatsächlich auch recht früh geschafft, dass man eben einen Panzer und das Trampolin hat. Was macht man dann? Man nimmt das Trampolin und versucht hier erstmal nach oben zu gehen. Ja, und dann macht man hier das im Idealfall auf, geht dann da durch. Die Ranken da hinten braucht man nicht, weil wie man sieht, kann man den Sprung zur Röhre da oben auch so machen. Und dann braucht man da oben eben noch einen Koopa-Panzer. Und das ist das Problem. Das heißt, wir brauchen zwei Koopa-Panzer. Eine Sache, die ich noch anmerken möchte an der Stelle: Wir sehen hier am Anfang, dass wir zwei Thwomps haben, auf die wir spinjumpen müssen. Könnte man jetzt sagen, okay, ist für ein Puzzle-Level jetzt nicht so geil? Warum sind diese Thwomps da? Ganz einfach, ich habe es jetzt leider verkackt zu demonstrieren, aber wenn ich dieses Trampolin hier mitnehmen würde durch die Röhre, das könnte ich tendenziell machen mit einem gezielten Sprung oder zumindest dann, wenn man so eine Koopa-Larve zum Beispiel nimmt und über den Thwomps platziert, kann man sich das Trampolin mitnehmen durch die Röhre. Und das Problem wäre, wenn ich das tun würde und da wieder zurückgehe, hätte ich eben Trampolin, ohne dass ich es vom Puzzle selbst geschenkt bekomme. Das ist ein Problem, was der Super Mario Maker mit sich bringt. Deswegen hat Buffon am Anfang diese Thwomps und auch in anderen Leveln immer Spin-Jump-Gegner platziert, damit man eben kein Item einfach so mitnehmen kann, sondern sich die Items so ein bisschen, ja. Ja, okay, das passt, genau. Jetzt habe ich den Koopa nämlich da. Jetzt kann ich den hier noch mitnehmen. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Also, zum einen den Koopa-Panzer da oben zu platzieren, ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Also, da habe ich auch eine Weile gebraucht, bis das funktioniert hat. Und jetzt muss man eben mit den Koopa-Panzern so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf Genauigkeit gehen, weil hier oben brauche ich jetzt immer noch das Trampolin. Wow, das liebe ich, diese Blöcke da. Also, warum er diese Blöcke da hingesetzt hat, das ist mir nicht so ganz klar, muss ich sagen, weil ohne die hätte es eigentlich auch gut funktioniert. Wenn man das einfach den Abständen ein bisschen länger macht hier, das wundert mich. Weil die wirken jetzt tatsächlich einfach nur so, als hätte man die Schwierigkeit erhöht. Was ich in einem Puzzle-Level nicht so wirklich zweckmäßig finde. Ja, das wäre jetzt übrigens doof. Denn das Problem ist ja, wir müssen in diesem Level alle vier Abschnitte am Stück schaffen, ohne zu sterben. Das ist zwar in vielen Fällen ganz gut gelöst, weil man hier zum Beispiel auch eine Reset-Röhre hat, mit der man das komplette Puzzle resetten kann, ohne zu sterben. Und das geht in allen anderen Leveln auch. Das ist sehr, sehr fair. Nichtsdestotrotz,
Ja, sterben kann mal passieren. Es gibt auch diverse Bugs mit den Panzern, bei denen man mal sterben kann. Also diesen einen, den ich schon mal angesprochen hatte, eben bei dem Kaizo-Level. Der tritt auf, wenn man einen Panzer einfach normal nehmen will, aber irgendwie zu viel Speed drauf hat oder so. Und dann passiert es, dass man den Panzer stattdessen ankickt. Und dann kann es sein, dass er eben gegen eine Wand fährt und dann wieder zurück, obwohl man dachte, man hat ihn eigentlich in der Hand. Und das tötet einen dann in der Regel und das wäre nicht so geil. So. Ich werde jedes Level jetzt erstmal einzeln machen. So, das passt auf jeden Fall. Jetzt kann ich den Panzer mitnehmen. Man könnte natürlich auch den Panzer stoppen. Aber ich glaube, dafür hat er unten tatsächlich diese Blöcke gesetzt, damit der Panzer dann in den Abgrund fällt, wenn man ihn stoppt. Und ob man ihn wirklich hier auf dem grauen Block noch stoppen kann, da bin ich mir sehr unsicher. Mit viel Skill könnte man ihn vielleicht sogar unterhalb von der grünen Plattform stoppen, dann wird man ihn auch noch kriegen. Aber ich glaube, alles ist schwerer, als den zweiten Cooper-Panzer sich einfach hier zu holen. Und hier ist eigentlich relativ simpel, kann man einfach direkt dran stehen, weil dann glitscht sich der Panzer so durch Mario durch. Und dann passt das auch. Und damit haben wir dann die erste Röhre auch geschafft. Und jetzt müssen wir eben alle anderen quasi noch hintereinander wegmachen. Ich würde jetzt allerdings nicht scheuen zu sterben dabei. Weil, ja, wie gesagt, den kompletten Durchgang geben wir uns danach nochmal. So, in dem Level kommt man jetzt hier an und sieht, okay, Cooper, bla, alles fällt runter, scheiße. Hier oben P-Switch, komme ich nicht dran, kacke. Hier hinten auch komische Rätselabschnitte, ich hab nix und wieder zurück. auch sehr positiv anzumerken, es gibt hier sehr viele Reset-Doors, die man vielfältig dann noch nutzen kann. So, hier nehmen wir jetzt einfach mal den Panzer mit, das Trampolin mit. Bei dem Level bin ich mir übrigens am wenigsten sicher, dass ich es wirklich so gelöst habe, wie Buffon das will. Ich habe hier oben dafür gesorgt, dass der Panzer eben nicht verloren geht. Man kann den Panzer dann auch noch so ein bisschen hinter das Trampolin da kicken. Und jetzt kommt eigentlich die schwierigste Stelle. Man muss hier nämlich probieren, alle Gegenstände auf einmal irgendwie zu handeln. Und manchmal klappt es, dass man auf den Cooper-Panzer draufspringt und man hat ihn in der Hand, aber ich glaube, es kann auch passieren, dass er dann einfach losschießt und das wäre kacke. So, was hier der Abschnitt soll, hier oben der P-Switch, keine Ahnung, weil wir haben drei Gegenstände, mehr als diese drei Gegenstände sehe ich hier auch nicht auf dem Screen, ich wüsste auch nicht, was noch als vierter Gegenstand dazukommen sollte. Deshalb hat mich sehr gewundert, warum es hier jetzt noch andere Sachen gibt. Aber gut, wir nehmen das mal so hin, nehmen den Panzer mit, weil den brauchen wir als erstes. Und zwar, um hier hinten die Ranke zu aktivieren. So. Komme ich hier nochmal zurück? Ne, ich komme leider nicht zurück. Deshalb würde ich es trotzdem ganz gerne schon demonstrieren. Wir haben nämlich hier oben jetzt drei Spin-Drop-Gegner. Und hier rechts, was... sieht man das noch? Wenn ich hier ganz an die Wand gehe, vielleicht, dass da rechts eine Röhre ist. Ja, sieht man, glaube ich. Und dafür braucht man einen P-Switch, um da reinzukommen. Den haben wir. Allerdings kann man von den Spinjump, also von den Spinies da oben nicht so abspringen, dass man auf die Blöcke kommen würde. Das bedeutet, wir brauchen hier noch was. Und dafür dient das Trampolin. Ist ziemlich cool gemacht, dass man hier eben ein Rätsel hat, wo man drei Sachen für braucht. Und auch, ja, nicht ganz so offensichtlich, würde ich sagen. Also der P-Switch war recht offensichtlich, der Panzer dann irgendwann auch. Das Trampolin habe ich erst sehr spät gecheckt, auch mit dem Förderband da unten. Das ist ziemlich cool gemacht. Ich sollte auch nicht zu lange stehen bleiben, weil dann passt das hier nicht. So, das war das zweite Level. Auch im Prinzip, also ich würde sagen, das zweite Level, so nach Schwierigkeit gestuft, würde ich sagen, das erste ist das zweitschwerste und das zweite ist das drittschwerste. Aber da gehe ich nur davon aus, nicht wie einfach man die Level lösen kann, sondern wie leicht man sterben kann. Also vom Zeitfaktor her würde ich sagen, ja, passt das sogar auch ähnlich, würde ich sogar sagen, das zweite hier habe ich am schnellsten gelöst und das hier unten am zweitlangsamsten. Ja. Jetzt das dritte Level hier oben, das ist, würde ich sagen, das schwerste, um nicht zu sterben und auch das, wo ich am längsten für gebraucht habe. Also das ist das Master-Rätsel quasi. Wir sehen hier unten so eine Wolke, die ganze Zeit im Level hin und her fährt und hier durch eine andere Wolke durch und ja, ist egal. Wie gesagt, wir machen das sowieso nochmal komplett. Wir machen, wie gesagt, alle Abschnitte sowieso nochmal komplett. Deshalb ist es jetzt egal, ob ich sterbe. Genau, diese Wolke da unten. Ich kann dir mal zeigen, was die Wolke macht. Zum einen haben wir hier oben auch einen Cooper. Wie wir sehen.
Und diese Wolke hier kommt in einen Abschnitt, wo man mit Mario nicht hingehen sollte, weil hier kommen wir nie wieder zurück ins normale Level. Also hier sind wir quasi tot. Ich will nur nochmal hier mitfahren, um zu zeigen, was hier passiert. Also im Wesentlichen wird man hier von der Wolke einfach unterm Level hergetragen. Hier noch mit so einem gewissen Verzögerungsabschnitt. Und ja, so langsam aber sicher wieder in Richtung Level reingetragen. Aber man kommt trotzdem nie zum normalen Level zurück. Hier unten wird man jetzt noch weiter getragen, bis man hier oben gegen eine Wand kommt und steht dann hier. Die Wolke geht hier in so einen Endlos-Modus über und hier haben wir noch einen Notenblock, der im Prinzip auch ziemlich nutzlos ist. Und hier links sehen wir Stacheln, Scheiße, hier können wir nicht weiter. Ja, wofür soll diese Wolke gut sein? Offensichtlich kann man Mario darauf nicht transportieren. Relativ schnell bin ich drauf gekommen, da muss man ja wohl einen Gegner drauf transportieren. War auch richtig, keine Frage. Was für ein Gegner haben wir hier? Wir haben hier so einen schönen Cooper. Dem können wir theoretisch... Ah, das war schon doof. Das resetten wir nochmal. Das möchte ich an der Stelle noch einmal zeigen. Einfach, weil es quasi auch der Gang ist, den ich damals gegangen habe. Also damals, hört sich jetzt sehr hochgestochen an. Hier wollen wir an das Trampolin ran. Das heißt, wir müssen die da töten. Dann wollen wir dem Cooper seinen Panzer geben, was wunderbar funktioniert. Gib dem Cooper seinen Panzer. Nein, jetzt ist es zu spät. Ja, jetzt ist der Cooper nämlich. Dadurch, dass wir das Trampolin ihm hier gegeben haben, ist er da oben drauf auf die Wolke gekommen. Und wenn die Wolkenplattform, die jetzt da durch die andere Wolkenplattform durchfährt, noch weiter hinten gewesen wäre, hätte sie den Cooper mitgenommen. Und damit hätten wir den Cooper dann quasi tragen können. Relativ krass fand ich zu dem Zeitpunkt, dass man wirklich zwei Items runterwerfen muss, damit man das schafft, weil das zeitlich auch gar nicht mal so easy ist. Was mache ich hier eigentlich? Ja, das war jetzt Schwachsinn, weil jetzt ist der Cooper da allein drauf. Eieieiei. Warum man den Cooper braucht... Moment, ich könnte auch erst nochmal komplett durchrennen und zeigen, warum man den Cooper überhaupt brauchen könnte. Ja, zunächst mal, wir brauchen hier auf jeden Fall den Panzer. Das ist schon mal obvious, weil man sonst an der Pflanze nicht vorbeikommt. Und hier haben wir jetzt auch noch einen schönen Abschnitt, den lasse ich jetzt erstmal nochmal außer Acht. Ein Trampolin wäre trotzdem nicht schlecht. Fällt mir da gerade auf. Ja, der wird da mal gedumpt. Das passt schon. So, mit dem Trampolin kommt man jetzt mal hier hoch. Jetzt sieht man, hier ist man jetzt an dem Punkt, wo die Plattform dann am Ende landet. Und hier kann man auch noch weiter. Was diese Stachelplattform hier oben sollen, da bin ich mir echt unsicher. Die sind, glaube ich, echt nur zum Troll gedacht. Ich bin zwar nicht einmal drauf reingefallen, aber... Ich weiß nicht, in manchen Fällen hätte man sie vielleicht auch einfach nur zur Abgrenzung eingebaut, aber es musste eigentlich nicht sein, denke ich. Also die finde ich schon ein bisschen fies. Jedenfalls hat man hier jetzt eben das Problem, dass man gerade so nicht nach oben kommt und da oben ist die rettende Röhre. Was bedeutet, wir brauchen hier ein Hilfsmittel. Trampolin könnte man sich überlegen mitzunehmen. Warum geht das nicht? Weil wir hier die Thwomps haben. Das heißt, wir können hier kein Item mitnehmen. Deshalb müssen wir das Item hier unten durchschleifen und da kommt dann eben der Cooper ins Spiel, der das Ganze für uns möglich macht. Also ihr seht, das Level hier ist schon sehr ausgefuchst und ich habe auch, wie gesagt, jeden einzelnen Gedankengang, den ich euch jetzt versuche nahezubringen, selbst mal ausprobieren müssen. Und das in möglichster Perfektion, weil das hier schon recht zeiteng ist. Wenn du hier nämlich einmal das Trampolin nicht richtig schmeißt, dann hast du ein Problem. So, jetzt nehmen wir den roten Cooper mit. Super, super. Hier unten müssen wir ein bisschen warten, weil er eben ewig langsam ist. Wegen den ganzen Schleifen. Naja, so viele Schleifen sind es dann auch nicht, also es passt schon. Genau, jetzt nehmen wir den Cooper hier mit. Wunderherrlich. Und hier hinten wird er dann gleich angeliefert zum Abholen für Mario. Genau. Das einzige Problem ist, es ist ein roter Cooper. Das heißt, er dreht um, geht auf den Notenblock... Und wird da unten dann auf ewig auf diesem Wolkenblock hin und her tanzen. Ja, gelitten. Was ist jetzt das Problem? Wie gesagt, wir haben einen roten Cooper. Und der kann nicht darunter laufen. Deshalb brauchen wir eigentlich einen grünen Cooper. Wo kriegen wir jetzt einen grünen Cooper her? Ja, gute Frage. Wenn wir das Level nochmal durchschauen, dann sehen wir, wir haben einen... Na, den muss ich erst nochmal hier... den Panzer mitnehmen. Dann sehen wir, wir haben hier unten einen grünen Cooper. Da habe ich mir überlegt, wie können wir den denn jetzt auf die Plattform kriegen? Und, ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann hier Trampoline runterwerfen, das machen wir jetzt einfach mal.
Und dann sehen wir, wenn wir hier Trampolin runterwerfen, wird man vielleicht auch schon halbwegs ahnen können, okay, wenn wir jetzt hier einen Panzer langwerfen, dann wird er durch die Trampoline eben oben gehalten. Dann macht er das Ding da auf, aber doof, danach geht er gegen Powblock. Und das war's mit dem grünen Cooper. Hm, scheiße. Das bedeutet, wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass der grüne Cooper eben nicht vom Powblock getroffen wird. Das heißt, wir müssen uns noch eine andere Taktik überlegen. Und zwar habe ich jetzt den Cooper-Panzer vergessen, sehr stark. So kann man es natürlich auch machen. Hier übrigens auch wieder die typische Spiny-Stelle am Anfang, damit man eben keine Items mitnehmen kann, ist gut gelöst. Nur warum man oben diese Wolken braucht, das weiß ich eben immer noch nicht so genau. So, jetzt machen wir das an der Stelle so, dass wir nur an diese Stelle ein Trampolin legen, weil nur das Trampolin, falls man eben darauf geachtet hat, ist notwendig. Und dann können wir den Cooper da unten befreien, aber damit er nach oben kommen kann, müssen wir noch eine Trampoline hinlegen. Und dann kann er über die Trampoline, die hier stehen, nach oben kommen. Super. Das einzige Problem ist, ihr seht, der Cooper wäre jetzt hier weitergelaufen. Wow. Okay, ist egal. Der wäre jetzt hier weitergelaufen und einfach hier nach unten. Und das Problem ist, gut, mit einem Trampolin, kann ich ja gerade mal zeigen. Mit einem Trampolin könnte ich zwar den Cooper kriege ich hier nicht mehr nach oben. Und auch nicht mehr zur Wolke. Aber ich könnte den Cooper-Panzer nach hier oben mitnehmen. Und ja, das Problem ist, hier hinten kann ich den Cooper-Panzer dann nicht mehr mitnehmen, weil ich hier Spin-Jumps machen muss. Doof gelaufen. Hier unten könnte ich den Cooper-Panzer hinlegen, aber da bringt er mir nichts, weil ich einen ganzen Cooper da unten brauche und keinen Cooper-Panzer. Das heißt, man muss sich was anderes überlegen. Und jetzt kommt das Komplexeste an dem ganzen Level. Also ich glaube, das ist das, worauf man vielleicht in dem Level nicht ungefähr kommen muss. Ist nämlich die Tatsache, dass wir nur diese Cooper-Larve da unten... Ja, das war sehr stark. Dass wir nur die Cooper-Larve da unten auf der Wolke transportieren müssen und nicht den ganzen Cooper. Und wenn die Cooper-Larve dann am Ende landet, dann können wir den grünen Cooper-Panzer, den wir bis dahin mitgenommen haben, auf die Cooper-Larve drauffallen lassen. Die wird sich den sammeln und zum grünen Cooper. Und dann wird der grüne Cooper letztendlich da, mit klarkommen, dass wir ihn den Abgrund runterschicken wollen. Und dann haben wir es quasi auch geschafft. Aber das ist schon hochkomplex, das Ganze. Darauf zu kommen, hat mich eine halbe Ewigkeit gebraucht. Ach, komm schon, ja. Und das passiert mir auch ganz gerne. Also es ist gar nicht mal so einfach, wird man jetzt vielleicht gar nicht so sehen, weil ich es doch häufig jetzt schon hinbekomme. Aber es ist nicht so einfach, diese Trampoline und die Gegenstände allgemein da unten so sicher einfach hinzulegen. Die bleiben ganz gerne mal hier am Rand hängen. Das meinte ich, genau diesen Bug. Ich habe die ganze Zeit Rennen gedrückt gehalten. Warum ist das passiert? Das ist mir so häufig passiert in dem Level und das ist auch der Hauptgrund, warum ich random sterbe in diesen Rätselleveln. Und das ist ein bisschen schade, da kann Buffon natürlich nichts für. Das ist einfach nur Nintendo-Fail, weil ich bin mir überzeugt davon, dass das in Super Mario World noch nicht so gebuggt war. Aber so ganz kann ich es natürlich auch nicht einschätzen. Also, ja, ist jetzt eben das, was mir auffällt. Ich meine, so lange Rätsellevel hat man in Super Mario World halt einfach auch nicht gespielt. So, jetzt... Ja, das war super. Nein, nein, nein. Ah, ist egal. Ich glaube, man kann es auch noch so retten. Ich muss nur halbwegs schnell sein. Hallo? So auf jeden Fall nicht. Da war jetzt schon wieder dasselbe. Das lag jetzt aber daran... Sorry. Das lag jetzt aber daran, dass ich das Trampolin mitgenommen habe, statt dem Panzer. Das war okay. Und das ist auch noch ein größerer Kritikpunkt, den ich hier anbringen würde. Denn man stirbt sehr häufig dadurch, dass man die Items nicht kontrollieren kann, weil es so viele sind. Und das gehört für mich eben nicht in die Schwierigkeit von einem Rätsellevel rein. So, das war jetzt im Prinzip kacke, weil hier komme ich... Vielleicht... Ne, man kann eigentlich nicht mehr rauskommen. Sobald man einmal da unten ist, ist man tot. Ja, die Hauptschwierigkeit von einem Rätsellevel sollte in meinen Augen bei einem Rätsel liegen und nicht dabei, dass man sterben kann. Vor allen Dingen nicht, wenn man hier 4 Rätsel am Stück machen muss und dann eben dadurch seine Probleme bekommen kann. Das wäre durchaus schade, wenn das dann für einen Tod sorgen würde, aber naja, ist okay. Zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keine Checkpoints, das muss man auch sagen. Also, ja, ich hätte trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, so, jetzt habe ich es verkackt, das Trampolin zu spät da, das heißt, der Cooper wird jetzt da nur noch, ja, gleichzeitig mit dem Trampolin auf einem Fleck rumeiern.
Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, also es gab keine Checkpoints, aber mein größter Kritikpunkt an dem Level, den kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ist einfach die Tatsache, dass man es hätte in 4 Level aufteilen können. Die Rätsel sind echt top. Das war doof. Das passiert auch ganz gerne mal, dass man es nicht schafft, den fallen zu lassen, stattdessen kickt und er dann trotzdem genau in einem Loch da hinten landet. Sehr nett. Ja. Dass man einfach nur ein Level draus gemacht hätte. Das hätte es so viel angenehmer gemacht, also aus jedem Level 1 quasi. Oder aus jedem, ja, Abschnitt dieses Levels ein Level. Weil man dann einfach nicht den Druck hat, das nochmal spielen zu müssen. Und zwar alles am Stück. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, da war schon wieder der Bug, keine Ahnung. Also, ja, berichtigt mich ruhig, das war jetzt sehr stark. Berichtigt mich ruhig, falls das kein Bug sein sollte, wie ich dem entgegenwirken kann. Aber für mich wirkt es einfach wie ein Bug. Also, wie gesagt, nichts, was jetzt levelbedingt wäre, sondern einfach was, was die Mechanik von Nintendo da kaputt macht. Aber vielleicht sehe ich das ja auch vollkommen falsch. Das kann ja durchaus sein. So, ziehe das Trampolin. Ja, und das hier ist eben auch das Level, was am schwersten durchzuführen ist in meinen Augen. Das war jetzt wieder sehr stark. Weil man einfach an vielen Stellen recht schnell machen muss und auch keine Fehler machen darf. Und zwar nicht mal einmal. Das passiert auch ganz gerne, dass der Panzer da durchglitscht. Da muss man es nochmal resetten. Und ihr seht schon, das ist ein ziemliches Reset-Fest hier. Also das... Es ist ganz cool gemacht, dadurch, dass man die Level am Stück spielen muss, dass man sehr viel wieder resetten kann. Das ist keine Frage. Aber es wird doch irgendwann nervig. Also, ja. Mit dem 4-Level-Aufbau hier hätte man es, also mit dem 1-Level-Aufbau, eher so rum, hätte man es nicht besser lösen können, glaube ich. Aber wie gesagt, den 1-Level-Aufbau überdenken wäre auf jeden Fall nochmal eine gute Sache. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Hey. Trampolin fest. Jetzt klappt das hier nicht mehr. Krass. Also, ja, ihr seht, der Abschnitt hier... Ich meine, ich bin jetzt zwar auch kaum gestorben daran, eigentlich nur an dem Panzerbug dann. Aber es passiert durchaus häufiger mal, dass man das eben nicht auf Anhieb schafft. Im Gegensatz zu den anderen Leveln würde ich sagen, die doch ganz gut funktionieren. So, jetzt könnte ich schon zu spät sein. Mit ein bisschen Pech. Ach, komm schon. Ich krieg's nicht mehr hin, mich genau zu positionieren. Was ist das denn? Ja, also wie gesagt, mein wesentlicher Kritikpunkt ist einfach, mach 4 Level draus und die sind alle top. Mach 1 Level draus und es wird irgendwann nervig. Wobei ich, wie gesagt, zur Verteidigung von Beaufort sagen muss, dass es am Ende, ich glaube, wirklich sogar im ersten Versuch, wo ich probiert habe, die alle 4 am Stück zu machen, hat's geklappt. Und das ist schon krass. Toll. Also wie man sieht, ist das nicht immer gegeben, aber wenn man schon 2 Level geschafft hat, würde man natürlich auch anders spielen und dann würde man einfach alles resetten, was möglich ist. Und wie gesagt, die Reset-Möglichkeiten sind sehr hoch, von daher keine Kritik in der Richtung. Ich glaube, man kann sich sogar nahezu aus jeder Lage resetten. Man hätte eventuell in dem dritten Rätsel hier im unteren Abschnitt nochmal einen Reset-Door setzen können, falls man da irgendwie runterfällt. Aber gut, man kann das auch als Schwierigkeit noch verbuchen, die ich zwar auch wieder nicht unbedingt in einem Rätsellevel als... Da war schon wieder der Bug. Nicht im Rätsellevel als notwendig sehe, aber ja, passiert. Also dem entgegenwirken kann man eigentlich nur dadurch, dass man immer springt, wenn man gegen den Panzer rennt. Wenn man ihn dann aufgenommen hat, dann ist man danach halt einmal sinnlos gesprungen, aber wenn man ihn nicht aufgenommen hat, stirbt man wenigstens nicht. Und ich glaube, so sollte man es dann auch handhaben. Aber wie gesagt, wie ich dem ansonsten entgegenwirken kann, dass das nicht mehr passiert. Also warum das passiert in erster Linie, das würde ich halt gerne wissen. So, endlich klappt das mal. So, und jetzt kann ich mir einmal den Koopa hier abholen. Am besten die Larve immer beseitigen. Das ist das, was ich in den Leveln hier immer gelernt habe. Die Larve will man nicht haben. Kommt hier jetzt noch was? Ah ja, okay. Genau, man darf es auch nicht zu weit links hinlegen, den Panzer, weil dann geht er nochmal zurück, der Koopa. Das sollte man auch vermeiden. Also es gibt hier auch noch ein paar Fails, die man beachten muss. Das war jetzt doof, aber egal, weil der Koopa geht ja zum Glück wieder rein. Und jetzt kann ich mit dem hier endlich hier hoch und das Rätsel abschließen.
Hey. So. Rätsel Nummer 4. In meinen Augen das einfachste und auch das, naja, das, was ich am zweitschnellsten hinbekommen habe, würde ich sagen. Auch sehr cool gemacht. Zum einen kriegen wir hier einen Cooper, den wir wahrscheinlich dafür benutzen sollen, um die Pflanze hier zu töten, habe ich mir gedacht. Und dann kommt von hier oben noch einer runter. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was macht man? Ja, erstmal Cooper-Panzer mitnehmen. Wie wir sehen, hier ist ein Abschnitt, wo wir nicht durchlaufen können, wo aber wieder, wenn man die letzten Rätsellevel gespielt hat, weiß man das, ein Cooper lang gehen könnte. Merken wir uns vor. Gehen wir mal nach unten ins Level. Auch hier sehr cool gemacht. Man kann wieder zurück zur anfänglichen Reset-Röhre, aber nicht wieder, irgendwie abkürzen im Level. Und hier unten haben wir noch einen roten Cooper, bei dem wusste ich lange Zeit nicht, was ich damit machen sollte. Hier unten haben wir jedenfalls noch, ja, ein Förderband, ein paar Stacheln, da kommen wir auch nicht hin. Und hier haben wir noch einen Abschnitt, ja, wo wir eigentlich nicht weiterkommen, es sei denn, und das weiß man dann auch vom letzten Level, wir hätten hier einen Cooper und könnten ihn quasi hier unten hinlegen und davon dann irgendwie... Moment, habe ich das gerade wirklich gemacht? Buffor, teste dein Level bitte nochmal. Ja, man kann das Level breaken offensichtlich. Das ist mir aber auch gerade aufgefallen, ganz ehrlich. Ja, das passiert eben, wenn man Level erklärt. Hier sollte man eigentlich nicht hin, auf diese Art und Weise. Eigentlich sollte hier unten Cooper langlaufen und man sollte dann auf den drauf. Aber wie man sieht, kann man auch einen Panzer darunter werfen. Und dann mit einem gezielten Spin-Jump, der ist wirklich nicht einfach, also man muss wirklich an der Kante dann irgendwie Spin-Jumpen, damit man nicht nochmal auf den Boden aufkommt vorher, weil mit einem normalen Jump klappt es nicht. Auf den Cooper-Panzer drauf und dann abspringen. Geht. Ist aber eigentlich nicht so konzipiert, wir wollen das schon richtig machen. Deshalb gehen wir jetzt nochmal zurück. Aber wir sehen, da unten bräuchten wir eigentlich einen Cooper, das heißt, wir müssen den da langlaufen lassen. So, was machen wir, um den da langlaufen zu lassen? Zuerst mal hatte ich irgendwie die Idee, was kann man denn hier so machen? Das Trampolin hier wird bestimmt noch nützlich sein. Nehmen wir es jetzt mal weg. Der kommt ja von da oben runter und wir stellen es mal hier hin. Was macht der Cooper dann? Der läuft lustig hier hin und her, aber es passiert nichts weiter. Das bedeutet, das Trampolin so zu nutzen, ist schwachsinnig. Ich habe zwar dann noch probiert, das Trampolin irgendwie anderweitig noch einzusetzen, aber das hat auch nicht so gut geklappt. Ja, war dann halt nix. Schade. Andere Möglichkeit, die ich an der Stelle gesehen habe, dann erst recht spät, nach ein bisschen rumprobieren, man kann dem Cooper hier auch das Trampolin wegnehmen. Was passiert dann? Er wird hier runterfallen. Ja, super. Und zwar genau da brauchen wir ihn auch. So, jetzt kommt er hier runter, wir sehen aber, wenn er jetzt hier runterläuft, das ist ein grüner Cooper, der wird einfach stumpf immer weiter geradeaus laufen, solange er nicht auf ein Hindernis trifft. Und ja, das Problem ist, der wird jetzt einfach nach links aus dem Screen laufen. Wie schaffen wir es, dass er nicht links aus dem Screen läuft? Wir müssen ihm was in den Weg legen. Und was können wir ihm in den Weg legen? Wir können ihm zum Beispiel hier den Cooper unten in den Weg legen. Hier habe ich allerdings auch eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie man den überhaupt bekommt. Man muss ihn nämlich so quasi hochholen. Und dann kann man ihn killen und seinen Cooper, also den Panzer dann von dem kleinen Cooper, benutzen, um den Grünen aufzuhalten. Und wie macht man das? Und zwar sieht man eigentlich keine Möglichkeit, hier nach drüben zu kommen. Die einzige Möglichkeit ist diese Plattform hier. Und was macht die Plattform? Sie fährt eben einfach nur nach unten. Und jetzt kann man auf diese Plattform eben clevererweise einmal hier so einen Panzer legen und einmal hier noch so ein Trampolin legen und dann losfahren lassen. Und dann wird der Panzer eben so landen, dass der Cooper umgedreht wird und das Trampolin da unten ist notwendig, damit der Cooper auch wieder nach oben geschleudert wird. Und so kommt er dann durch die Kreissägen hier unten lang und dann müssen wir eigentlich nur noch auf ihn springen und ja, dann ist auch der Abschnitt oder das Rätsel hier gelöst. Das Rätsel hier fand ich aber, obwohl ich's, ja, also genau, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich es recht einfach finde und man kann echt schwer sterben bei dem Rätsel, wenn man weiß, wie es geht. Aber es ist recht schwer drauf zu kommen, wie es geht. Ja gut, man kann schwer sterben, aber jetzt war ich auch ein bisschen Brain-Lag, das passt schon. Ja, man kann, wie gesagt, jetzt gehe ich schon wieder ins Dritte rein, ja, das hat mich geprägt.
Man kann nicht so einfach sterben, das ist schon mal eine coole Sache. Und auf der anderen Seite, dieses Rätsel ist einfach genial, weil du am Ende diese Plattform benutzt, um... Also, was heißt genial? Das andere, das dritte Level ist wahrscheinlich sogar noch komplexer, aber hier hat man irgendwie so ein tolles Feedback dafür, was man macht. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber... Ja, dieses... Ja, dieses, diese Plattform hier zum... Ja, als eine Art Fahrstuhl zu benutzen. Wenn auch nur ein seitlicher Fahrstuhl, aber immerhin. Ist schon eine coole Idee, finde ich. Und das macht auch echt Spaß, das einfach mal ausgeführt zu haben. So. Jetzt müsste ich das hier noch rüberschicken. Damit der Cooper jetzt... Na, das könnte sogar ein bisschen eng werden. Na, obwohl, das reicht noch. So. Passt alles. Cooper kommt hier rüber. Ja, und dass man eben diese Plattform benutzt, um Gegenstände fahren zu lassen. Das ist eine sehr, sehr geniale Idee. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen noch. Wegen Cooper. Und dann sind wir quasi auch durchs vierte durch. Ja. Und ja, wie gesagt, das waren alle vier Rätsel. Von der Schwierigkeit her kann ich sagen... also von der Schwierigkeit her der Rätsel... kann ich sagen, dass ich das dritte am schwersten fand, dann das erste, dann das vierte und dann das zweite, wobei ich beim zweiten mir immer noch nicht sicher bin, ob ich es richtig gelöst habe. Also vielleicht mache ich es mir auch nur sehr einfach, dadurch, dass ich irgendwas breake. Das kann sein. Da oben sind so ein paar viele Käfer gerade unterwegs, aber gut. Lass die mal machen. Ja, und von der Schwierigkeit... also, oder von dem von der Tendenz zu sterben, ist die Schwierigkeitsanordnung, die ich hatte, erst das dritte, dann das erste, dann das zweite und dann das vierte. Und genauso werde ich die Level jetzt nochmal spielen. Und zwar in einem Rutsch. Das Ganze muss nämlich auf der anderen Seite auch noch relativ schnell funktionieren. Aus dem einfachen Grund, Moment, ich habe... Beim letzten Mal habe ich es andere Reihenfolge gemacht. Ich habe 1, 2, 3, 4 gemacht beim letzten Mal. Vielleicht ist es tatsächlich sogar besser, das 1, 2, 3, 4 zu machen. Aber wir haben doch hier gesehen, ja, es, also hier ist die Tendenz zu sterben schon etwas größer, glaube ich, als im ersten. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Im ersten, wenn man weiß, was man ganz genau machen muss, dann geht es. Hier hat man eben das Problem, man hat sehr viele Resets. Und das zieht sich dann in die Länge. Deshalb würde ich es vielleicht doch nicht unbedingt als erstes machen. Aber von der Schwierigkeit her doch schon eher. Ja, jetzt bin ich sogar gestorben. Hey. Ja, kann ich noch irgendwas zu den Rätselabschnitten sagen? Also insgesamt... Jetzt mache ich das erste zuerst. Keine Ahnung warum. Schien mir jetzt cooler zu sein. Ich weiß auch nicht. Ja, von den Rätseln her kann ich sagen... nahezu allesamt cool gemacht. Das zweite finde ich ein bisschen, ja, man könnte sagen langweilig, aber das trifft jetzt auch nicht so ganz. Also ich finde es im Vergleich zu den anderen eben etwas unspektakulärer, sagen wir es so. Also die anderen stechen durchaus mehr hervor. Ja, das wäre aber auch der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt hätte. Vielleicht eben noch die Tatsache, pack's in ein Level und das Ganze wird angenehmer. Ich denke, das kann man auch noch so stehen lassen. Das würde ich auch nach wie vor so machen. Aber wie gesagt, für einzelne Rätsel einfach extrem cool gemacht. Also, ja, es ist extrem fordernd, aber man hat auch ein richtig gutes Feedback, wenn man es löst. Und das ist eigentlich das Wichtigste an Rätseln, finde ich. Dass man sich nicht im Nachhinein so vorkommt, dass man sagt, ja, jetzt habe ich es geschafft, aber wow, und jetzt? Und das hat man hier einfach nicht. Ja. Trotzdem hat die Tatsache, dass man es hintereinander schaffen muss, alle Rätsel, natürlich auch nochmal so ein bisschen... Ist eine Konzentrationsfrage. Keine, ja, keine Frage. Es ist sehr wichtig, für, dass man sich dabei konzentriert. Und vielleicht das auch nochmal ein ganz gutes Element. Auf der anderen Seite, dass man, ja, nochmal so richtig wahrnimmt, was in den Rätseln tatsächlich alles passiert. Dass man alle nochmal ein bisschen klarer dann kennt danach. Aber, ja, wenn irgend so ein random Tod passiert, ist es natürlich durchaus sehr ärgerlich. Das kann man, denke ich, auch irgendwo nachvollziehen. Ja, das war jetzt schon wieder der Bug. Der hat mich diesmal aber nicht getötet. Allein aus dem Grund, weil eben keine gegenüberliegende Wand da war. Das ist ganz gut, dass das mal nicht immer passiert dann.
So, jetzt machen wir hier nochmal den da. Und ja, wie gesagt, also vor dem Abschnitt hier habe ich am meisten Respekt. Weil ich ihn auch durchaus am schwierigsten finde. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Und eben teilweise auch am langwierigsten. Und am fehleranfälligsten, das auch. Also man hat so viele Stellen, an denen man was falsch machen kann. Allein wenn ich hier den Cooper in die falsche Richtung, also die Larve in die falsche Richtung laufen lasse, habe ich durchaus ein Problem. Und ja, das alles reinzukriegen, das erfordert viel Zeit und auch viel Geduld. Und das ist was ihr jetzt nicht so mitbekommen habt. Weil ihr jetzt einfach nur den fertigen Prozess weitestgehend seht. Also ich habe natürlich probiert zu erklären, was schwierig war und was anders war. Aber so hundertprozentig kann man das natürlich nie den Zuschauern nahe bringen. Das war jetzt der dritte. Jetzt machen wir den zweiten. Bei dem ich eigentlich ja auch nicht so wahnsinnig viel Schiss habe zu sterben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich hier mit den Items so ein bisschen verbaut. Oder, genau, ja, hier oben die Piranha. Die ist eigentlich am schwierigsten. Da kann man auch durchaus mal dran sterben. Aber im Normalfall geht das alles. So, weil hier, ja, oder dass man die Piranha eben, dass die Piranha dafür sorgt, dass der Panzer stirbt. Da muss man eben nochmal rein. Wow, das war wahnsinnig clever. Also Respekt dafür. Ach ja, das ist wieder mein typisches Spiel, mein typischer Spielskill, wenn ich aufnehme. Es ist immer wieder schrecklich. Aber gut, ja, passiert. Ist jetzt halt so, mein Gott, so what. Wow. Okay, wie auch immer ich das geschafft habe. Hier hätte ich jetzt den Panzer zum Beispiel mitnehmen können, wenn ich den da unten noch angehalten hätte. Ja, vielleicht nutzen wir das einfach mal, um dann nochmal vom letzten Mal ein bisschen Themen aufzugreifen. Und zwar haben wir beim letzten Mal aufgehört, damit Schulsystem ein wenig zu besprechen. Na, das war zu spät. Genau, und waren dabei stehen geblieben bei... ja, verschiedene Lehrmethoden. Frontalunterricht hatte ich besprochen, Gruppenarbeit hatte ich besprochen und da wollte ich eben so ein wenig anknüpfen. Ich denke, das hatten wir auch weitestgehend gemacht. Als nächstes stand ein Thema an, was ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, was ich mir glücklicherweise aufgeschrieben habe. Ja, genau. Also, da, ja, es war noch gefragt danach, ob ich irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Kritik hätte an Lehrmethoden. Grundsätzlich muss ich sagen, dass es sehr vom Fach abhängt, zu was ich raten würde. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich habe, ja, auch zu Kritik habe ich beim letzten Mal auch im Wesentlichen schon alles gesagt, das war sehr stark. Schon sehr viel gesagt, was ich sagen wollte. Also so ist nicht. Ich habe, aufgeführt, dass Frontalunterricht eben für mich ganz cool war, aber ich das auch nicht verallgemeinern will. Ich glaube, die Schulform ist in der Hinsicht schon ganz gut, was Mischungen betrifft, aber es tendiert auch dazu, dass man jetzt immer mehr, ja, versucht, möglichst innovative Unterrichtsmethoden zu finden, um eben im Referendariat gut zurechtzukommen und viele übernehmen das dann tatsächlich auch. Was ich nicht unbedingt förderlich finde, weil ich finde, Unterrichtsmethoden müssen nicht immer innovativer werden. Die Unterrichtsmethoden, die wir haben, die sind schon, ja, ich würde sogar sagen, ein Produkt aus Jahrzehnten, nein, nicht Jahrzehnten, eigentlich schon viel, viel länger. Ich meine, wie lange gibt es schon Schule? Die gibt es ja sogar schon bei den Griechen. Das erste Mal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Griechen oder Römer. Einer von beiden hat, glaube ich, das Schulsystem ist erstmalig eingeführt. Ja, so ein paar Abklatsche davon wird es mit Sicherheit auch schon vorher gegeben haben. Und allgemeinbildend war das mit Sicherheit auch nicht. Also das ist jetzt allgemeinbildend, das war jetzt falscher Ausdruck. Für die Allgemeinheit der Kinder war das mit Sicherheit auch nicht damals. Nichtsdestotrotz, ja... Es gibt Schule schon lange und ich glaube, genauso lange machen sich... Toll. Ach ja, hier unten kommt man jetzt halt nicht mehr raus. Das ist wahnsinnig toll. Und genauso lange machen sich Schüler quasi, zerbrechen sich den Kopf über... Ach, nicht Schüler. Genauso lange zerbrechen sich die Lehrer den Kopf darüber, ja, wie sie es besser machen könnten oder vielleicht auch externe... zerbrechen sich den Kopf darüber. Ich denke schon, dass wir dadurch, dass sich unsere Gesellschaft ja in den letzten
ich würde mal sagen, so 40, 50 Jahren schon noch ganz schön gewandelt hat, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt zu probieren, immer mal wieder Neues einzubringen, keine Frage. Aber ich finde, es sollte nicht so rapide passieren und auch nicht so gezwungen, das ja möglichst innovativ zu gestalten, weil viel Etabliertes haben wir einfach schon und ja, auch nicht zu Unrecht, ne? Also ja, Frontalunterricht wird wahrscheinlich die am längsten bestehende Unterrichtsmethode sein, aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass sie in dem ja deshalb völlig veraltet ist. Ja, also ein bisschen aufpassen muss man da. Und ja, wenn man ganz davon weggeht, irgendwie alte Konzepte zu nutzen, fände ich das auch ein bisschen schade. Weil wie gesagt, man kann sich natürlich viel irgendwie dabei zurechtdenken und ich denke auch, dass es vollkommen richtig ist, dass man auch danach forscht, wie Schüler am besten Lehrstoff aufnehmen können und sich auch Gedanken macht, wie man den Lehrstoff vielleicht immer wieder neu verpacken kann. Aber man sollte dabei eben nicht so radikal vorgehen. Und vor allen Dingen, mein größter Kritikpunkt in der Hinsicht ist eben, dass, ja, so doof sich's anhört, aber diejenigen, die Referendare im Endeffekt bewerten, sind Leute aus dem Schulamt, die selber noch nie unterrichtet haben. Oder zumindest nicht unterrichtet haben müssen, um dort zu sitzen. Und das ist eben eine große Schwäche. Also ich finde, im Schulamt... Moment mal kurz. Okay, ich muss gucken, ob die Aufnahme noch funktioniert. Ich finde, im Schulamt sollte man erst sitzen dürfen, wenn man selber auch eine gewisse Lehrerfahrung hat. Und dementsprechend, ja, dann diese... Ja, ich hasse diesen Bug. Ja, wenn man selbst schon ein bisschen Erfahrung hat und dann auch einschätzen kann, ob neue Lernmethoden auch wirklich sinnvoll sind. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, wer diesen Druck auf neue Lernmethoden tatsächlich ausübt. Wahrscheinlich ist es tatsächlich die Uni, die dann... Weil diejenigen, die im Schulamt sitzen, die haben wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal tippen, alles andere würde mich verwundern, ein Studium gemacht, aber sind danach nicht Lehrer geworden, sondern eben ins Schulamt. Und das Problem daran ist, dass die eben... Ja, von der Uni her, wo man zwar erwarten sollte, dass sie sich zwar auch sehr viel Gedanken machen, aber die Uni ist halt auf der anderen Seite auch eine Forschungsanstalt. Und die muss sich damit befassen, immer neue Sachen zu entwickeln. Und für die ist es auch weitestgehend uninteressant, ob die bisher bestehenden Methoden, ja, dass die weiterverwendet werden. Und zwar genau so. Also man ist zwar auch daran interessiert, die zu untersuchen, aber ja, die selber irgendwie zu praktizieren, ist dann unspannend. Weil da lernt man ja nicht so viel draus. Toll. So kann man es auch verkacken. Hey, von dem Cooper wurde ich glaube ich auch noch nie gekillt. Ja, also es ist vielleicht schon ein bisschen uninteressant für die, den alten Lehrstoff dann irgendwie zu analysieren. Und die kommen dann eben von der Uni und müssen dann im Endeffekt Lehrer bewerten. Obwohl sie selber halt noch nie unterrichtet haben. Und das ist für mich ein großes Defizit. Was man doch bitte beheben sollte. Weil, wenn die schon mal selbst unterrichtet haben, dann würde das vielleicht auch anders aussehen. Weil, wie gesagt, diese Vorgaben, die man da hat als Lehrer, wo kommen die her? Die werden ja nicht gesetzlich beschlossen, oder? Also meistens hat man ja irgendwie so einen Mentor, der ihm dann sagt, so und so muss das. Und ja, am Ende ist es immer so, so wie es bewertet wird, so probiert man sich zu orientieren. Und wer bewertet? Die Leute vom Schulamt. Und ja, dementsprechend wird man sich hundertprozentig nach denen orientieren und nicht unbedingt nach dem, was die, ja, was einem Lehrer sagen können. Die sagen einem dann eher Hilfe, wie man durchkommt und richtig zu unterrichten lernt man dann erst, oder ja, sinnvoll zu unterrichten lernt man dann erst, wenn man tatsächlich schon hinterm Referendariat ist. Und viele behalten dann in meinen Augen das auch noch bei, dass sie eben immer möglichst innovativen Unterrichtskonzepte ausprobieren müssen, die aber vielleicht gar nicht so auf Resonanz stoßen. Was mache ich hier eigentlich? Das war wieder zu spät. Und da kann man natürlich, das ist definitiv ein Schwachpunkt. Also da muss man schon aufpassen, dass sich das nicht durchzieht. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, das wäre so meine Kritik und mein Verbesserungsvorschlag. Was tue ich hier eigentlich? Ich bin gerade völlig nicht bei der Sache. Mein Verbesserungsvorschlag wäre in der Hinsicht einfach zu sagen, hey, Leute, die
aus dem Schulamt dann in die Schule kommen und Lehrer bewerten, müssen mindestens selber mal so und so lange unterrichtet haben. Was auch heutzutage durchaus machbar wäre, weil man heutzutage ja gerade Lehrer sucht, die nicht auf Lebzeit Beamte sind. Man sucht ja lauter Teilzeitlehrer als Schulen, damit man möglichst günstige Lehrkräfte bekommt und die auch wieder in den Sommerferien entlassen kann. Eigentlich ein Unding, aber man könnte das ja so umstellen, dass man quasi sagt, hey, die nehmen dann immer mal Leute auf, die ins Schulamt gehen wollen, weil die müssen dann, keine Ahnung, 5 Jahre unterrichten oder so und dann dürfen sie ins Schulamt. Das einzige Problem ist tatsächlich, was macht man mit Leuten, und das ist ja auch immer wieder eine große Frage, die nicht lehren dürfen, weil sie, ja, keine Ahnung, selbst das Ref verkackt haben oder so und deshalb ins Schulamt gegangen sind. Oder, ja, die irgendwie das Lehramtsstudium nicht, geschafft müssen sie es wahrscheinlich schon haben. Also ich weiß nicht, was für eine Ausbildung man da tatsächlich braucht auf dem Schulamt. Das ist schwierig, da natürlich ein bisschen darüber zu urteilen, aber eine Vorstellung habe ich nun mal schon. Und ja, wie gesagt, wenn das dann eben Leute sind, die eben nicht es nicht schaffen oder nicht wollen, länger zu unterrichten, weil sie merken, das ist nichts für mich, dann ist das natürlich auch nicht gut, wenn du die auf die Schüler loslässt. Und ja, da ist dann auch wieder ein Knackpunkt, der es schwierig macht. Aber zumindest für den, ja, für die Nachfrage von Seiten der Schulen aus wäre es ganz gut. Da habe ich jetzt mal aufgepasst. Erstmalig, dass ich tatsächlich gesprungen bin, nachdem ich das gemacht habe. Damit der Bug eben nicht wieder eintritt. So, jetzt hätten wir den Cooper. Ja, das reicht gerade noch so. Also man hat 2 Versuche, glaube ich, um den Cooper hier zu kriegen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und so, hier, das müsste jetzt gar nicht mehr so lange dauern, bis der kommt. Aber so ist ganz gut. Wenn man eben von hier oben den Panzer zum Beispiel fallen lässt, dann funktioniert es nicht. Das ist dann ein bisschen bitter. Also deshalb, in dem Abschnitt, so cool er konzeptionell auch ist, so viele Fehler, dumme Fehler kann man da reinbauen. Kommst du nochmal wieder? Ja, kommst du. Perfekt. Perfekt. Da hatte ich ein bisschen Angst gerade, aber zur Not hätte ich auch einen Shelljump noch probieren können. Den hätte ich allerdings ungern gemacht, weil der ist natürlich auch sehr risikoreich. So, 2. Abschnitt. Jetzt ein bisschen konzentrieren. Jetzt nicht einfach wieder doof mit einem Spin, ohne Spinjump dann auf die Koopas drauf. Das wäre jetzt nicht so geil. So, hier ist ein bisschen mies. Der Cooper läuft erst gegen das Förderband. Das heißt, man denkt, es ist ziemlich langsam. Der Cooper-Panzer dann allerdings hat ja keinen Impuls. Und da passiert wieder der Bug. Und da oben kann ich dann auch überhaupt nichts dagegen machen. Das ist das Riesenproblem an diesem Bug. Und ich weiß auch nicht, warum dieser Bug auftritt. Es ist so traurig. Man muss eben auch einfach mal Glück haben in diesem Level. Und das ist eben auch eine Kritik, die man dann natürlich auch dem Level ein bisschen machen kann. Wenn es nicht so lang wäre und wirklich verlangen würde, dass man alle Level am Stück macht, dann hätte man auch nicht dieses Problem, dass einem dieser Cooper-Panzer-Bug einfach alles kaputt macht. Und man arbeitet hier ja auch sehr viel mit Cooper-Panzern. Das ist ja das Problem. Also ich weiß nicht, ob Beaufort von diesem Problem weiß. Vielleicht ist es auch was, was speziell bei mir auftritt, weil ich irgendwas falsch mache in der Steuerung, aber ich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass ich jetzt irgendwas sonderlich verkackt hätte, aber gut, vielleicht ist es auch nur meine Auffassung. Ja, ist schwer zu sagen. Egal. In jedem Falle, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also Schulamt ist immer so ein bisschen undurchsichtig für mich, was da abgeht, aber wie gesagt, die Regularien kommen von da. Und ja, die Schulen suchen nach kurzfristigen Lehrern und die die Leute vom Schulamt wären dann quasi genau das, was da reinpassen könnte. Was natürlich anderen Lehrern dann auch wieder einen Platz wegnimmt, da muss man aufpassen. Aber die Frage ist, was wollen wir lieber? Wollen wir lieber, dass die Lehrer qualitativ besseren Unterricht machen, weil sie qualitativ besser betreut werden? Oder wollen wir lieber, dass mehr Arbeitsplätze von Seiten, also für Lehrer eben freigemacht werden? Das ist eben die Frage. Aber wenn ich jetzt mal rein vom Gesichtspunkt ausgehe, ich will qualitativeren Unterricht, dann muss man es in meinen Augen so machen, wie ich gesagt habe, und die Leute vom Schulamt eben auch unterrichten lassen. Auch wenn das für manche Lehrer bedeutet, dass sie dann eben keinen Job mehr finden. Was mit Sicherheit auch nicht ganz cool ist. Ach, komm schon. Ach, ja, für manche ist es dann mit Sicherheit nicht ganz cool. Aber ja, das müsste man dann eben der Lehrqualität wegen ignorieren. So, das passt auf jeden Fall.
Jetzt hier nicht wieder einen Bug, bitte. Ja. Also manchmal, ich weiß auch nicht. Ich glaube... Wow, wie ist das denn jetzt passiert? Och, Mann. Also wie gesagt, beim Probelauf habe ich das, glaube ich, beim ersten Mal geschafft, wo ich die vier Rätsel hintereinander... Also wo ich die vier Rätsel geschafft habe, beim ersten Mal dann direkt alle vier hintereinander. Weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwo noch drauf gehen kann, aber gut. Naja. Was passt... Was... Ja. Was soll's. Passt schon. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also das wäre eben... Ach, das wäre so meine wesentliche... Mein wesentlicher Vorschlag dafür. Ansonsten... Ja. Vielleicht auch die Tatsache, dass sich die Lehrer dann... Ja, viele Lehrer wissen das ja auch, dass man... fürs Ref anderen Unterrichtsstoff benötigt oder vorführen soll, als man tatsächlich am Ende unterrichten sollte vielleicht. Und ja, dass die Lehrer das eben auch ein bisschen einsehen, ist natürlich, hilft natürlich auch dabei sehr. Aber manche, ja, manche, du weißt natürlich auch nicht, wie weit das dir dann hilft. Also neue Unterrichtsmethoden sind in gewisser Art und Weise mit Sicherheit auch richtig, aber eben in Maßen. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo diese Maßen so ein bisschen überschritten werden. Und wenn die Lehrer das erkennen, schön und gut, dann ist das super. Aber ja, mit Sicherheit ist es vielleicht auch ein individuelles Ding von mir. Also vielleicht gibt es auch Schüler, die sich immer neue Unterrichtsmethoden wünschen. Aber für mich, ja, so eine gewisse Regelmäßigkeit einfach oder eine gewisse Beständigkeit ist einfach nicht verkehrt, finde ich. Die einzige Frage ist... Ich bin mir sicher, oder bin mir fast sicher, dass ich dieses erste Level hier nicht unbedingt so löse, wie ich sollte. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich es anders machen sollte. Das ist ein bisschen problematisch. Also zumindest beim zweiten und beim vierten Level bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie richtig mache. Auch wenn ich das vierte schon einmal anders gemacht habe, als man sollte. Aber ja, zumindest das, was ich jetzt probieren werde. Das sollte halbwegs richtig sein. Was war das jetzt schon wieder? Warum? Das muss doch nicht... Ich glaube, es passiert immer dann, wenn man so auf die Kante kommt, sag man. Also, wenn man den Panzer von der Seite mitnimmt, passiert es nicht. Wenn man auf den Panzer drauf fliegt von oben, passiert es, glaube ich, auch nicht. Es passiert nur dann, wenn man so schräg an der Kante auf den Panzer drauf kommt. Das heißt, es sollte ab jetzt immer von oben auf den Panzer drauf am besten. Weil das von der Seite probiere ich immer, damit das nicht passiert. Aber ich glaube, ich sollte dann immer von oben oder halt, wenn ich... sehr viel seitlichen Platz habe von der Seite drauf. So, das passt jetzt. Ist es denn jetzt tatsächlich mal wieder so weit, dass wir das Level hier schaffen? Sieht ja fast danach aus. Ah ja, das sollte passen. Ja, man kann natürlich auch schon ein bisschen weiter, ohne dass man hier den Cooper beobachtet. Aber ich mache das ganz gerne, weil ich Angst habe, dass der Cooper ansonsten Mist baut. Das wäre natürlich ungern... will ich natürlich ungern, wenn man den schon so ewig hier verfolgt. So, Nummer 3 ist geschafft. Nummer 2. Jetzt bitte nicht wieder den Bug haben. Das wäre echt schade. Das passt soweit. Der Cooper-Panzer ist meiner. Und jetzt nicht den Bug, bitte. Das passt. Wunderbar. Den habe ich sogar so abgefangen, dass er gar nicht, dass ich ihn gar nicht mehr da oben irgendwie auspacken muss. Das ist natürlich geil. So, den da weg. Und jetzt von oben auf den Panzer? Genau. Perfekt. So, den können wir möglichst weit weg machen. Den können wir ein bisschen näher ran machen. Hier muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich da nicht die Items wegglitscht. Das kann auch ganz gerne mal passieren. So. Jetzt das Trampolin. Genau. Und jetzt den P-Switch. Jetzt hoffentlich noch schnell genug schaffen. Jo, wunderbar. So, und jetzt Level Nummer 4, was ich eigentlich für sehr unrealistisch halte, dass wir da sterben. Aber ja, es gibt überall Unsicherheiten. Das ist das Problem. Und deshalb möchte ich jetzt nicht zu früh jubeln. Ja, man kann ja hier überall... Ja, wie gesagt, man kann schon an ziemlich vielen Stellen sterben. So ist nicht. Gerade auch, wenn man hier dem Cooper das Trampolin wegnimmt oder so. Der rettende Cooper kann einen dann auch ganz gerne mal töten. Auch hier den Cooper, der kann dann auch ganz gerne mal töten.
Ja, hier muss man auch darauf achten, dass man das Trampolin nicht nach ganz rechts macht. Weil wenn man das nach ganz rechts macht, hat man das Problem, dass man selber nicht mehr auf die Plattform kommt und danach runter, weil dann die beiden Gegenstände ja den Weg versperren. Das ist dann eben sehr, sehr ungünstig, aber ja, so passt es auf jeden Fall. Jetzt noch hoffen, dass das Ganze hier auch funktioniert. Bitte, 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 bitte. Ja. Hier schon mal positionieren. Jetzt kommt gleich der Koopa relativ schnell wegen dem Förderband. Wow. Da habe ich jetzt beinahe zu schnell reagiert. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich nochmal rechtzeitig zurückgezogen habe. Meine Finger haben sich schon so ein bisschen verkrampft dabei. Glücklich. So, jetzt muss nur einer von den Käfern da oben bereit sein, mal zu helfen. Und ihr seht, man muss das zeitlich auch halbwegs schnell hinbekommen. Also man hat nicht so wahnsinnig viel Zeit. Auf jeden Fall hat man nicht die Zeit, um das langsam zu machen. Aber meistens stirbt man sowieso, wenn man nicht weiß, wie die Rätsel funktionieren. So, und hier kann ich jetzt eben mit den Ranken, die ich mir schaffe, ganz locker an den ganzen Plattformen vorbei. Ist auch eine coole Sache, wie das gemacht wurde. Und dass man es auch geschafft hat, ohne Schlüssel und ohne Checkpoints. Also ohne Checkpoints vielleicht nicht so wahnsinnig clever. Oh ja. Jedenfalls, dass man es geschafft hat hier... Ah ja. Dass man es geschafft hat hier ohne Probleme das ja hinzubekommen, dass man alle Wege gehen muss und danach dann erst irgendwas freischalten kann. Ist hier sehr toll gelöst. Hier oben gibt es dann nochmal 3 Bonusleben. Wovon ich die ersten beiden auch jetzt erst mal gefunden habe. Und dann das Ziel. Ja. Also, Zusammenfassung. Ein sehr innovatives Rätsel. Wie ich finde, das letzte. Ein sehr komplexes Rätsel, das dritte. Ein standardisiertes Level, würde ich sagen. Standardisiertes Rätsel, also mit Level meine ich immer Abschnitt. Ein relativ standardisierter Abschnitt, würde ich sagen, der erste. Und, ja, was gibt's noch? Ja, was habe ich denn noch? Ja, das zweite ist, ja, mehr oder weniger, also es ist, ja, einfach 3 Items holen und dann möglichst schnell. Also da hätte ich mir vielleicht noch was anderes gewünscht, aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder auf dem Niveau, wo ich sagen würde, ich vergleiche es mit den anderen Rätselabschnitten und diesen halt Wahnsinn. Zumindest 3 und 4 würde ich sagen, waren Wahnsinn. 1, wie gesagt, ist gut und 2 würde ich sagen, ist okay. Ich denke, so kann man es stehen lassen. Auf jeden Fall... coole Sache. Definitiv richtig, dass ich das nicht blind gespielt habe, weil das hätte im Let's Play einfach alle aufgeregt, glaube ich, weil das wäre so wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Also ich habe teilweise eine halbe Stunde dran gesessen, um zu checken, wie ein Rätselabschnitt funktioniert. Und das ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich, würde ich sagen. So.